Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Lost Judgment. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen was freigeschaltet wegen den Schulgeschichten. Vielleicht haben wir jetzt endlich das Sugar Babe gefunden. Aus dem Tanztipp der Serie High. Müssen wir hier hin? Jetzt ist noch die Frage, ich kann neue Outfits kaufen. Das ist ein Popo. Resupon. Popo. Smile Burger. Decourage, nein. Coming Boom. Nein, Popo. Reed Haven. Ying Chang Chang. Felly Bully Burns. Pork Buns. Zauner. Okay. General Goods Card. Iris Harvest. Café. La Chattabatte. Oh, warte mal, wie hieß denn das, wo ich dann was... Die Hustle Boutique, genau. Da kann ich Outfits kaufen. Für die Tanzwettbewerbe. Machen wir auch gleich mal. Also angeblich kann ich da welche kaufen. Wir gehen mal dahin. In der Hoffnung, dass die natürlich nicht zu teuer sind. Und dann machen wir den Nebenstory weiter. Survive Bar. Ich denke ja so, als ob ich mal so man sich da prügeln könnte. Ah, guck mal. Hier, noch ein Hase. Foto. Hallo? Hab ich denn das letzte das Eichhörnchen? Ist auch so gemacht, oder? Achso. Ah, ja, schön. War der Fokus. Ja, was hat das zu bedeuten? Boah, ich kann hier nicht rüberspringen, echt jetzt. Tag. Irasshaimase. Komm bei Hustle Boutique. B. T. F. Meine Fresse, wo soll ich denn... Habe ich denn irgendwas zu verkaufen? Arigatou gozaimasu. Irasshaimase. Nee, ich kann gar nichts verkaufen. Haha. Arigatou gozaimashita. Oh ja, brauchen wir halt noch ein bisschen Geld, wa? Gibt's denn was, wo ich was verkaufen kann? Wie beim Ebisupon, Ichiban, Pralinen, Popo, Shogi, nee, gehen wir nicht spielen. Bentaiban, Chicken del Sol und noch eine Apotheke. Das ist schon komischerweise die zweite, die ich hier sehe. Das heißt, wir werden irgendwann wahrscheinlich Medikamente besorgen müssen. Für irgendjemanden. Alter, was ist das? Schade halt, wie gesagt, dass die Dinger nicht mehr vibrieren. Verdammt, ich wollte halt gerne rüberspringen. Alter. Was soll das?
hier erstmal kein Eichhörnchen, okay. Da bin ich mal gespannt. Ach, da drüben steht sie doch schon. Hier in der Gegend wurde Maika Takahashi bei ihren Dates gesehen. Vielleicht erkenne ich sie ja. Identifikationsmuseum ist ja. Korea. Okay, eine doppelte Liedwalte, echt? Schon eine gewisse Ähnlichkeit, aber ich glaube, es ist jemand anderes. Ja, yeah. Na dann gucken wir nochmal. Du. Das ist er nicht. Das hätte sie eher sein können. Okay, naja, dann ist er das dann. Immer noch nicht. Das ist sie nicht. Vielleicht kommt sie erst mal an. Na, die Lippen passen nicht ganz, oder? Doch, echt. Tja, die Beschreibung passt, keine Frage, das ist Maika Takahashi. Zum Glück kennt sie mein Gesicht nicht. Wenn ich nicht zu nah an sie rangehe, schafft sie wirklich keinen Verdacht. Okay, mit wem telefoniert sie? Ja, Ich kann es kaum abwarten, in deinem Ferrari zu fahren. Das ist bestimmt ihr Sugar Daddy. Auch geil, dass natürlich hier so ein Sherlock Holmes Schattenbild hat, wa? Hey Yagami-san, ich bin draußen, gehen wir zusammen. Überhaupt nicht auffällig, oder? Sie hat sich verkleidet, aber wir müssen dringend an ihrer Diskretion arbeiten. Na, können wir machen. Amasawa. Amasawa. Yagami-san. Sie haben mich erkannt, Yagami-san. Beeindruckend. Ah. So auffällig, wie du aussiehst. Kein normaler Mensch linst hinter einem Strommast her. Mit einem Kaffee. Oh. Aber ich dachte, ich bin total unauffällig. Das ist schwerer, als ich dachte. Du willst mich heute wohl begleiten, was? Hi. Natürlich. Das ist ein wichtiger Fall. Okay. Nur, fall nicht so auf. Alles klar. Verstanden. Oh, Yagami-san. Takahashi-san kommt raus. Ja, klingt so, als ob sie sich mit jemandem trifft. Hängen wir uns ran. Alles klar, gehen wir ermitteln. Schon wieder das 200 SP ist hier wieder verarschen. Hund? Nee, Katzen.
Hoch zur Brücke? Oder nicht? Was, dass ich mich hier nicht sehen würde, ganz ehrlich. Und wieder 200 SP. Das geht ja. Und? Ist der ein Ferrari? Oh oh. Was war das für ein Grinsen? Es tut mir leid, mein Gott. Ich bin gar kein Aktienhändler. Hä? Maika-chan, ist das schön, dich zu sehen. Kasai-san, bist du das? Ja, ich konnte es nicht glauben, dass du mich einfach wortlos sitzen lässt. Was sollte das? Sudewa. Was soll das? Entspann dich. Ich tu dir nicht weh, Baby. Ich will nur reden, okay? Über unsere gemeinsame Zukunft. Sasuruni. Yagami-san, der Mann, das muss der Gorilla sein, der so wütend wegen Takanashi-san ist. Ja, er hat sie wohl in eine Falle gelockt. Oi! Hey, hör sofort auf! Was? Moment mal! Ich kenn dich doch! Yagami! Yagami? Hm? Hm? Und du bist? Kennen sie sich ja? Nö, glaube nicht. So. Scheiße, was? Du Arschloch, sag nicht, du hast mich vergessen, Kentai Kasai! Von der Keihin Gang. Ach, das ist einer von der Keihin Gang, echt? Du warst in der. Moment. Jetzt erinnere ich mich. Du bist einer von den Mistkerlen, die sich in Kamurocho ständig mit mir anlegen wollten. Hab viel von euch gehört. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du einer von den niederen Mitgliedern der Keihin Gang, oder? Niederer Rang, Mensch. Ich gehöre zum Keihin Quartett. Ah. Ach, stimmt. Das Keihin Quartett. Schön für dich, aber hey, ich hab dich lange nicht gesehen. Das ist deine Schuld. Du hast uns alle komplett versaut. Ne? Und hast unsere Waffengeschäfte sabotiert. Ach, uns alles, nicht uns. Ja. Oh Mann. Genau, ich erinnere mich. Ich hab mit meinen Kumpels aus Kamurocho euer Hauptquartier platt gemacht. Das liegt alles nur an dir. Deinetwegen habe ich mein Geld verloren. Mein Ansehen in der Unterwelt. Mein verdammtes Leben. Ich wurde aus Kamurocho vertrieben. Und jetzt ist die Kei gegen dich. Aber das ist alles Vergangenheit, oder? Was hat das damit zu tun, dass du diese junge Dame hier beheimst? Was redest du da bitte? Ich bin hier, weil die Kleine mir das Herz gebrochen hat. In einer aber ihren beschissenen Stücke. Simmeri. Du warst wohl einfach nur ein bisschen von ihrer widerlichen. Einer von ihren widerlichen Kunden. Ist aber auch egal. Lass sie gehen. Sofort. Willst du mich verarschen? Erst zerstörst du die Kei-Gang, jetzt ruinierst du mir mein Lebensleben? Das ist der Werdegang und der Plan. Muss ich mal sagen, ne? Oh, ganz bestimmt nicht. Du bist verdammt nochmal tot. Ex-Keihin, na mal gucken, wie gut du bist. So, that's your face.
Judgment. Wenn ich wirklich sterben muss. Der war noch nur den Rutsch, ey, was ist denn hier los? Meine Fresse. War jetzt auch nicht so schwer. Verdammt! Voll. Kasai, ich habe nie erwartet, dass du in einem Neuanfang starten würdest. Aber wenn du jetzt auch noch in Ijinchu Ärger machst, ich schwöre es dir. Ha! Als könnte ich das überhaupt. Ijinchu ist schon zu klein für den Serio-Clan. Und den, Eumijul. Das ist für mich erst recht kein Platz mehr. Die haben diese ganze verdammte Stadt im Griff. Ich könnte höchstens ein paar Besoffene ausrauben. Echt jetzt? Ja, du bist schuld, dass ich hier nirgendwo mehr Geld verdienen kann. Höchstens werde ich es unter einem Getränkeautomaten im Dreck finden. Tja, auf den Knien bist du immer noch besser dran als im Untergrund. Und der Rest vom Kane-Quartett? Was ist aus denen geworden? Du meinst Koga, Sakakiba und Honda? Naja, Koga habe ich neulich mal in der Stadt getroffen. Wirklich? Du... Das war der Waffenfreak, oder? Ja, klang, als hätte er auch einen kleinen, leichten Start in Ijinchu gehabt. Keinen leichten, nicht kleinen, ja. Doch in letzter Zeit soll er wieder was ganz Neues am Laufen haben. Er nennt das die Neo-Kane-Gang. Nandato. Willst du mich damit verarschen? Er holt lauter ehemalige Kane-Mitglieder und will hier in Ijinchu was aufbauen. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er es weit bringen wird. Wie gesagt, die Claims sind längst abgesteckt. Und machst du auch bei Kogas neuer Gang mit? Kleine. Noch nicht. Ich warte noch auf den Anruf. Vielleicht haben sie ihn diesmal ausgeschlossen. Anno? Entschuldigung, darf ich mal was fragen? Ja? Kennen Sie einen gewissen Professor? Oh, scheiße, der Professor? Hm? Was? Kennst du den wirklich? Jo. Nein. Ich meine, nicht persönlich, aber... Als ich Koga getroffen habe, hat er den Professor erwähnt. Er meinte, der Typ wäre unglaublich. Niemand kann die Unterwelt von Ijinchu so umkrempeln wie der Professor, sagte er. Das hat Koga zu dir gesagt? Simari! Den Professor gibt es nicht so wirklich? Er ist nicht einfach nur eine Fassade oder ein Mythos? Ja, und hinter ihm steckt die Neo-Kane hingegen, angeführt von Koga. Der Professor muss echt ein krasser Typ sein, wenn dieser arroganten Wichser Koga ihm den Arsch küsst. Das Suruni! Yagami-san, ich habe so das Gefühl, dass wir hier größerem auf der Spur sind, als wir Anfang dachten. Ah. Ja. Oha, das glaube ich mal auch. Attraktivität ist gut gestiegen. Takanashi-san, geht es dir gut? Hi. Ich bin okay. Darf ich dich was fragen? Warum hast du als Sugar Baby gearbeitet? Ich habe noch einige Fragen. Hoffentlich ist sie ehrlich zu mir. Fangen wir mal von oben an. Es muss ja einen Grund dafür geben, ne? Na? Takanashi-san, warum hast du das gemacht? Wegen dem Geld? Sore wa... Naja... Das Geld ist für eine Freundin. Echt? Ja. Für Kotoko. Masaka. Du meinst doch nicht Kotoko Itokura-san? Mhm. Wer ist das? Amasawa, von wem redet sie? Von einer Schülerin aus dem zweiten Jahr. Die kommt seit ungefähr einem halben Jahr nicht mehr in die Schule. Die hat also die Schule geschmissen? Könnte man sagen? Ich glaube, ich hatte auf meinem Handy Unterlagen über sie. Ah, hier. Das ist sie. Hübsch, oder? Kotoko stand immer im Mittelpunkt. Sie hatte genug Noten, jede Menge Freunde. Koga hatte quasi das perfekte Schulleben, aber dann ist sie nicht mehr gekommen. Das ist alles meine Schuld. Sorette. Wie meinst du das? Es ist deine Schuld.
Wir waren letzten Semester beide im Festkomitee. Und da gab es richtig Stunk. Du meinst das legendäre Festkomitee-Debakel? Oh, jetzt will ich aber auch wissen, was das wieder ist. Das Komitee wurde am Anfang des Schuljahres gegründet, um sich für das Sommerfest vorzubereiten. Das Seriosai. Wie gesagt, Kotoko und ich gehörten beide zum Komitee. Kotoko übernahm freiwillig den Vorsitz. Ein paar Schüler aus dem dritten Jahr hätten ihn auch gerne übernommen, doch es traute sich keiner gegen sie anzutreten. Hoi. Ja, sie kann manchmal ganz schön ruppig sein. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, egal ob mit oder ohne einem Senpai, mit uns oder einem Senpai, so. Das hat manche im Komitee nicht geschmeckt, also haben sie irgendwann einfach nicht mehr auf sie gehört. Sie wurde aus der Gruppe ausgeschlossen. Klassiker. Wenn man die Hackordnung in einer Schule stört, kann das echt fiese Folgen haben. Aber nach allem, was ich gehört habe, war Itokura-san teilweise selber schuld. Sie hat wie ein Diktator über das Komitee regiert. Niemand anderes. Hoi. Ja, wirklich. Kotoko ist ein böser Mensch, aber sie ist einfach etwas ruppig. Ist kein böser Mann, ich verlese mich auch die ganze Zeit. Sie ist kein böser Mensch, aber sie ist einfach etwas ruppig. Daga. Wenn das stimmt und alle ihre Befehle ignoriert haben, was haben sie dann stattdessen gemacht? Hoi. Naja, das Fest haben sie jedenfalls nicht gerettet. Das war das schlimmste Seriosai in der Geschichte der Schule. Die Dekoration, die Stände, sogar die geplanten Events waren alle ein Witz. Es gab heftige Kritik und Buhrufe. Seitdem das Kotoko Itokura keinen Fuß hat Kotoko Itokura keinen Fuß mehr auf das Schulgelände gesetzt. Naruhodo. Es muss echt wehtun, wenn man so für einen riesen Reinfall verantwortlich war. Alter, da ist jetzt auch echt ein Schreibfehler drin. Ich bin mit ihr zusammen dem Komitee beigetreten. Wir waren beste Freundinnen, aber ich konnte sie einfach nicht unterstützen. Das ist also meine Schuld, dass sie nicht mehr in die Schule kommt. Ich war nicht für sie da. Aber wie bringt uns das wieder dahin zurück, dass man die Sugar Babies, dass man ein Sugar Baby werden will? Kotoko lebt mit ihrer Mutter alleine. Sie haben nicht viel Geld, sie hat ein Stipendium für das Schulgeld. Aber neulich habe ich unsere Lehrerin sagen hören, dass Kotoko ihr Stipendium verliert, weil sie so lange nicht da war. Aber wenn sie wiederkommt und die Noten vielleicht sofort aufbessert, ganz ehrlich. Alleine können sie sich das Schulgeld nie leisten. Dann wird sie rausgeworfen. Ja, aber wenn sie aber nicht kommt, kann sie auch keinen Abschluss machen, weil sie muss ja auch an den Prüfungen teilnehmen. Du meinst, du bist Sugar Baby und Kotokos Schulgeld? Hoi. Ja. Magica. Wow, ihr zwei müsst euch nahe gestanden haben. Takanashi-san, wie hast du deine Kunden gefunden? Mir hat jemand von so einer Webseite erzählt. Ich habe vorgeschlagen, dass ich mal versuchen sollte, ältere Männer um den Finger zu legen. Eine Webseite? Meinst du etwa die vom Professor? Stimmt also ebenfalls. Hi. Die URL wird nur unter engen Freunden weitergegeben, per Mundpropaganda. Als ich auf der Seite gepostet habe, dass ich schnell viel Geld verdienen will, habe ich sofort eine Direct-Message bekommen. Aber ganz ehrlich, irgendwann wird auch diese URL irgendwie bei Suchmaschinen auftauchen. Glaube ich stark zumindest. Aber okay. Von einem, der sich Professor genannt hat. Direkt vom Professor? Man kann also über die Seite Kontakt aufnehmen. Hi. Die Idee mit dem Sugar Baby kam von ihm. Er meinte, ein hübsches Mädchen wie du verdient leicht eine Menge. Er meinte auch, er würde mich vor Gefahren beschützen. Darum dachte ich, es sei in Ordnung. Mich beschützen? Ich habe schon gehört, angeblich haben ein paar unheimliche Typen hier den Retter gespielt. Hoi. Ja, die haben mir sogar schon ein paar Male gemeldet. Klingt wie das Werk der Neo-Keihin-Gang. Tja, jetzt habe ich keine Fragen mehr. Haben wir auf jeden Fall schon mal das Sugar Babe gefunden. Damit sollte meine Frage für das erste beantwortet sein. Takanashi-san, du hast selber gesehen, wie gefährlich es als Sugar Baby ist. Du musst damit aufhören. Ich kann doch nicht aufhören. Ich habe noch nicht genug Geld für Kotoko gespart. Aber der Professor arbeitet mit einem richtig über den Gang zusammen. Das ist einfach zu gefährlich. Demo! Aber ich will doch wieder gut machen, was ich Kotoko angefangen habe. Ich will dafür sorgen, dass sie zurückkommen kann. Darum werde ich ein Sugar Baby bleiben. Und was machen wir jetzt? Takanashi-san will nicht aufhören. Sie will Itokura-san helfen. Muss darüber nachdenken. Takanashi-san, hast du dich eigentlich bei Itokura-san entschuldigt? Wie? Also, nein, ich glaube nicht. Hast du ihr gesagt, wie sehr du dich um sie sorgst? Nein. Dann solltest du zu ihr gehen, dich bei ihr entschuldigen und es ihr sagen.
Nicht dieses Sugar-Baby-Zeug. Sorewa... Ich schätze, da haben Sie recht. Fangen lieber damit an. Klingt das nicht viel besser? Wie süß. Möchtest du das Takanashi-san? Hoi. Ja. Ja, Emi-san, geben Sie Bescheid, wenn wir zu Itokura-san können.